Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um den Mozilla Firefox Webbrowser. Und zwar habe ich einen Tipp für euch, der zumindest für den einen oder anderen bestimmt nützlich ist. Genauer gesagt, wenn wir uns den Quelltext einer Webseite anzeigen lassen, um irgendetwas nachzuvollziehen oder zum Beispiel Direktlinks zu integrierten Videos oder Bilder herausfinden wollen, oder warum auch immer wir uns den Quelltext ja ansehen wollen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, mit dem Firefox unterwegs. Das geht hier sehr einfach mit zwei Klicks hier. Ja, das ist auch bekannt, denke ich. Die Option gibt es seit lange. Nichts Neues soweit. Was ich euch allerdings schnell zeigen will, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, den Quellcode der Webseite einmal direkt in ein neues Fenster zu öffnen. Wenn das lieber ist, das wird ja standardmäßig hier in einem neuen Tab geöffnet. Und was vielleicht noch interessanter ist, dass wir den Quellcode auch direkt in einem Editor unserer Wahl öffnen können, mit zwei Klicks hier also. Das geht, indem wir die etwas ja, versteckte Config-Page hier vom Mozilla, vom Firefox aufrufen. Hier einfach About Doppelpunkt Config eintragen und Enter drücken. Hier kommt noch eine Warnmeldung, die müssen wir bestätigen. Und hier suchen wir einfach nach View Source Tab. Genau, das ist das hier. Das ist jetzt hier standardmäßig auf True. Ja, der Wert hier. Die Einstellung einfach mit Doppelklick auf False hier ändern und schon wird jetzt unser Seitenquelltext hier in einem neuen Fenster angezeigt. Ja, automatisch. Oder was vielleicht, wie gesagt, interessanter ist, dass wir das hier mit einem Editor unserer Wahl, mit unserem Lieblingseditor halt direkt öffnen können. Und zwar alles, was wir machen müssen hier ist, wenn wir hier auf View Source Editor External, das ist standardmäßig false hier, einfach mit Doppelklick auf True ändern. Und jetzt müssen wir unter hier View Source Editor Args Path hier. Hier müssen wir nochmal mit einem Doppelklick und hier müssen wir den Pfad zum unserem Lieblingseditor halt eintragen. Ich nehme jetzt einfach mal hier Notepad, einfach hier Notepad-Exe, genau. Wir müssen hier den kompletten Pfad eintragen. Zack. Slash Notepad.exe mit OK bestätigen. Und jetzt, das können wir jetzt schließen. Und wenn wir jetzt den Seitenquelltext anzeigen lassen, öffnet sich jetzt hier auf meinem anderen Bildschirm der mein Notepad hier in meinem Fall, beziehungsweise ja euer Lieblingseditor, was ihr da haben wollt. Geht also sehr einfach. Wenn wir das jetzt rückgängig machen wollen, können wir mit einem einfachen Doppelklick hier alles auf Standard ändern. Zack, zack, und schon haben wir wieder das. Ist alles wieder beim Alten. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen zumindest weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like und ein Abo. Freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.